Da komme ich jetzt frisch aus der Drachengrube und ich habe jetzt die zweite Staffel von House of the Dragon endlich auch durchgeguckt. Eine Woche später, fast ganz genau. Und ja, was habe ich dazu zu sagen? Ist das Ganze wieder so gut wie Staffel 1? Haben wir wieder so viele Zeitsprünge und ja, was geht überhaupt ab? Nicht wundern bitte, das ist hier auch ungefähr so warm wie in einem Dragon Pit. Dementsprechend werde ich eventuell etwas transpirieren, aber das macht ja nichts. Dementsprechend kommen wir jetzt dann zu meiner Meinung zur zweiten Staffel von House of the Dragon. Die Targaryen, die auf dem eisernen Thron sitzen, sind nicht nur König oder Königin. Sie sind Beschützer des Reiches. So, ja, House of the Dragon, Staffel 2. Worum geht es in Staffel 2? Bevor ich dazu jetzt komme, kurz, kleine Spoilerwarnung. Ich werde natürlich über Staffel 1 reden. Dementsprechend solltet ihr die auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Und eventuell, ich versuche es zu vermeiden, aber es könnte sein, dass ich auch kleine Spoiler für Staffel 2 einbinde. Dementsprechend schaut bitte auch erst Staffel 2, bevor ihr dann wieder kommt und euch das Video anschaut. Vielen Dank. Und solltet ihr jetzt wegen Spoiler meckern, ich habe euch gewarnt. Weiter geht's. So. Worum geht es jetzt in Staffel 2? Ja, Staffel 1 endete im Prinzip ja relativ dramatisch, ne, mit dem Tod des kleinen Sohnes von Prinzessin Rhaenyra. Ich werde auch gleich schon mal hier dazu sagen, ich kann mir absolut nicht alle Namen merken. Dementsprechend werde ich die hier eventuell dann auch einblenden. Auf jeden Fall ist der Kurze gestorben, da ja, er und sein Drache mal eben von Vhagar weggesnackt wurden, mal eben so ganz nebenbei. Und dementsprechend ist Rhaenyra jetzt natürlich, sollte man meinen, am Anfang von Staffel 1 jetzt auch nicht gerade gut zu sprechen auf die Grünen. Ja, es gibt ja in House of the Dragon diese zwei Fraktionen, die Grünen, angeführt so ein bisschen von Alicent, also der Freundin, der ehemaligen Freundin, besten Freundin von Rhaenyra, und halt die Schwarzen im Prinzip, angeführt halt eben von Rhaenyra und so ein bisschen auch Daemon, wobei Daemon ja immer so sein eigenes Ding macht, dementsprechend. Ja, kann man den immer nicht so hundertprozentig mit dazu zählen. Aber ja, so ungefähr. Also die beiden Fraktionen, die gibt es halt hier und die bekriegen sich. Ja, Alicent versucht jetzt so ein bisschen hier ihre Familie so als vorherrschende Macht in Königsmund immer mehr zu etablieren. Wir haben halt eben Aegon Targaryen jetzt als den König. Dann haben wir Aemon so ein bisschen als seine rechte Hand mäßig so. Und diejenige, die natürlich über alles wacht, ist dann die Mutter von allen, nämlich Alicent, genau. Der Vater Otto ist auch noch mit dabei, allerdings gerät er immer mehr so in Straucheln und man weiß nicht, eventuell wird er bald abgelöst als Hand, wer weiß. Ja, und soweit erstmal die Situation in Königsmund. In Drachenstein sieht das Ganze wieder anders aus, denn wie gesagt, Rhaenyra wird wahrscheinlich jetzt nicht gerade die beste Laune haben, da ihr Sohn ja im Prinzip, wie gesagt, von Vhagar so ein bisschen, ja, was heißt so ein bisschen, eigentlich weggesnackt wurde. Und man sollte jetzt meinen, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt wird Krieg geführt und Mord und Totschlag und Tanz der Drachen, ab geht's. Allerdings ist das tatsächlich nicht der Fall. generell, was so ein bisschen der Ton dieser Staffel ist, ist so ein bisschen relativ langsam, nicht so super spannend, aber egal, da kommen wir gleich nochmal zu. Es gibt eine große Änderung innerhalb dieser Staffel und das ist tatsächlich der Showrunner. Der wurde jetzt ersetzt. In der letzten Staffel war es Miguel Sapochnik, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der hat auch schon sehr viele richtig gute Folgen von Game of Thrones gedreht, unter anderem meine ich die Schlacht der Bastarde auch. Und der war halt Showrunner für die erste Staffel und in der zweiten Staffel wurde das Ganze jetzt ausgetauscht. Miguel Sapochnik ist nicht mehr der Showrunner, sondern Ryan Condal. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und damit haben wir dann so ein bisschen einen ziemlich krassen Wechsel auch im Ton der Serie. Und generell, wie das Ganze aufgemacht ist, finde ich jetzt in der zweiten Staffel. In der ersten Staffel hat man wirklich gemerkt, okay, Miguel Sapochnik ist so ein bisschen vertraut mit den Gepflogenheiten von Game of Thrones und kann die halt richtig gut, wie ich finde, zumindest in House of the Dragon übertragen. Wir hatten immer noch so die Kernelemente von Game of Thrones, ja, diese ganzen Intrigen, die Charakterzeichnung, dass eigentlich jeder irgendwie eine gute, aber auch eine böse Seite hat. Keiner ist wirklich so hundertprozentig böse oder hundertprozentig gut. Überall sind viele Grautöne gezeichnet. Und irgendwie war auch jeder zumindest zum Teil irgendwo mal nachvollziehbar. Oder wird es irgendwann vielleicht auch noch sein, ne? Wie halt eben in Game of Thrones. Aber hier wirkt das Ganze jetzt in der zweiten Staffel oft ein bisschen überhastet.
Gerade auch die Entwicklung von Aegon, der jetzt hier im Prinzip dann einen ziemlich krassen, finde ich, Charakterwandel mal eben durchgemacht hat zwischen Staffel 1 und Staffel 2. In Staffel 1 war er noch so ein bisschen der, in Anführungsstrichen, Lebemann, also eigentlich ein ziemliches Astloch, der halt immer rumgerannt ist und nur gesoffen hat und nicht so netten Hobbys gefrönt hat, sagen wir es mal so. Ist jetzt in Staffel 2 Anfang auf einmal der König, der fast schon relativ nette Familienvater, der auch an den Reden teilnimmt und dann sagt, hey Leute, hört mal auf, hier die ganze Zeit rumzulabern, wir müssen tatsächlich mal was schaffen, so ungefähr. Und wirkt tatsächlich zwar immer noch so ein bisschen überhastet und man merkt auch, okay, er ist noch ein sehr junger König, hat nicht so viel Erfahrung und so weiter, aber er wirkt jetzt nicht mehr so super arschig wie halt eben noch in Staffel 1 am Anfang. Und dann gibt es aber teilweise dann für ihn dann wieder so eine 360-Grad-Kehrtwende für so ein paar Minuten auf einmal, die dann für ein Ereignis innerhalb der zweiten Staffel sorgt, was dann komplett alles wieder über den Haufen wirft. Aber das kam halt irgendwie so super plötzlich. Also einmal schon mal die Entwicklung, dass er jetzt auf einmal anscheinend ein guter König sein möchte, was in Staffel 1 nicht so wirkte. Aber okay, das kann man irgendwie noch erklären, dass er halt jetzt so das Erbe seines Vaters fortführen will und so weiter. Aber dann auf einmal so von jetzt auf gleich, ah nee, habe ich doch kurz mal für 10 Minuten keinen Bock mehr drauf, macht ihn, reißt alles ein und sorgt dafür, dass er sich einen relativ mächtigen Feind macht. Warum? So, die Entwicklung kam wirklich so von jetzt auf gleich. Es wurde nicht erklärt, okay, der Druck ist ihm zu groß, er will wieder zurück in sein altes Leben oder sowas. Das hätte man ja echt gut verpacken können eigentlich. Nö, das ist wirklich einfach so, ja, hast du Bock, das und das zu machen? Ja, okay, ich komme mit. Und dann macht er halt was Böses und wie gesagt, macht sich halt einen relativ mächtigen Feind. Was für mich keinen Sinn macht. Und das führt auch dazu, dass dann eine Szene innerhalb der zweiten Staffel jetzt für diese Staffel umgeschrieben wurde im Vergleich zu den Büchern wohl. Und das halt, ja, Charaktere jetzt schon zu Schaden kommen, die eigentlich erst ein bisschen später dann dieses Schicksal ereilt oder auch ein anderes teilweise. Und ja, weiß ich nicht, das hat wieder so einen ganz bitteren Beigeschmack von, hey, das ist zwar gut im Buch, aber wir können es besser so ungefähr. Und ich bin ja eigentlich auch immer eher so ein Verfechter dafür, wenn ihr die Vorlage habt, ihr habt die Bücher, dann haltet euch auch zumindest einigermaßen dran. Und wenn ihr unbedingt was ändern wollt, dann müsst ihr halt aber auch wirklich delivern. Und wenn ihr das nicht könnt, dann habt ihr halt gelitten. So, ne? Dann habt ihr halt Pech. Aber ja, und in dem Fall finde ich zumindest wirkte das Ganze echt komisch und hat nicht so ganz zu allem gepasst, meiner Meinung nach, zum Rest. Vor allen Dingen, weil es dann halt auch wieder einen Charakter so ein bisschen, also abseits von Aegon, also hat es dann einige Charaktere dann auch getroffen, wo man sich so dachte, okay, warum handelt der jetzt so? Warum ist der jetzt von jetzt auf gleich so? Er hatte zwar diesen Background, dass er das gerne machen würde, aber er hat es ja nie so durchgezogen, weil, und auf einmal wird das alles über den Haufen geworfen und die wirken halt eher relativ stumpf und gehen wirklich einfach nur noch so ihren Gelüsten nach, ohne dass wirklich groß drüber nachgedacht wird, dass es das irgendwie ausgefleischt wird, dass wirklich einfach nur so, ja, machen wir halt jetzt, weil wir es können, so ungefähr. Das fand ich halt ein bisschen lame. Generell wirkt die Staffel halt ein bisschen plumper geschrieben, nicht ganz so, ist nicht ganz so gut durchdacht wie die erste. Wie gesagt, Charakterentwicklungen wirken sehr überhastet teilweise. Schauspielerisch an manchen Stellen auch ein bisschen komisch. Rhaenyra ist eigentlich auch wieder durchgehend gut, genauso wie Alicent. Dann teilweise aber die jüngeren Darsteller durch halt eben die Sachen, wie sie, also durch die Art, wie sie halt geschrieben wurden, jetzt in der zweiten Staffel wirken halt echt teilweise ein bisschen plump und blöd und hat mir nicht so gefallen. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass die zweite Staffel sehr krass wie ein Teaser für die dritte Staffel wirkt, weil hier irgendwie viel aufgebaut wird. Das kann man auch gut machen, definitiv, aber in dem Fall wirkte es eher so, okay, ich habe mir jetzt drei Folgen reingezogen, in denen nur gelabert wird und das Gelaber war jetzt nicht super spannend. Wann passiert denn jetzt mal was? Und das ist anscheinend den Machern der Serie jetzt auch aufgefallen, dem Showrunner. Und der dachte sich dann wahrscheinlich, okay, irgendwie passiert jetzt hier relativ wenig. Lass doch mal am Ende einer Folge einen Drachenkampf einbauen, der 10 Minuten geht. Und dann wird bestimmt jeder sagen, Mensch, die Folge war richtig gut. Und das hat leider auch für viele anscheinend funktioniert, weil auf IMDb hat die Folge auf einmal im Gegensatz zu den Folgen davor wieder eine relativ hohe Wertung bekommen. Was ich ein bisschen schade finde, weil das war wieder so dieses, okay, uns fällt nichts ein, ja, Drachenkampf. Und der Drachenkampf an sich, der war jetzt auch nicht so super spektakulär.
Also der ging relativ schnell vorbei. Und das Endergebnis hat sich aber auch wieder nicht so dramatisch angefühlt. Nicht so ein Schlag in die Magengrube, was Game of Thrones eigentlich sonst immer ganz gut kann. Das fühlte sich wirklich einfach nur so, okay, das passiert jetzt einfach und weiter geht's mit unserem Gelaber. Das hatte nicht so eine Tragweite gefühlt. Man hat in den Folgen danach nicht gesehen, okay, wer ist von diesem Ereignis jetzt betroffen? Nicht passiert. Zumindest nicht so stark, wie es erwartet hätte. Und das ist halt so ein bisschen auch bezeichnend für diese Staffel, dass auch ein relativ spannender Charakter in Form von Daemon rausgenommen wird für eigentlich die gesamte Staffel und dem dann immer irgendwie gefühlt dasselbe passiert und das auch nicht so schön getaktet. Also generell, die Staffel hat irgendwie so, ihr merkt schon, ich tue mich gerade so ein bisschen schwer mit der Staffel. Hat irgendwie krasse Pacing-Probleme, habe ich so das Gefühl. Und das haben sie dann versucht, irgendwie zu kompensieren, dadurch, dass sie halt Sachen umgeschrieben haben. Oder irgendwie versucht haben, irgendwie Action-Szenen auf einmal random reinzuschmeißen. Deswegen fühlt sich die Staffel so nicht sehr konsistent an, nicht gut gepaced und darunter leidet halt auch die Schreibe, also die Dialoge teilweise sehr krass. Darunter dann natürlich auch so ein bisschen das Schauspiel, weil die Darstellerinnen und Darsteller versuchen, das Ganze zu delivern, was aber nicht immer funktioniert. Irgendwie passt das alles nicht so hundertprozentig zusammen. Heißt das jetzt, dass House of the Dragon Staffel 2 eine super schlechte Staffel ist? Nee, das nicht. Aber ich würde auch sagen, ich muss mir die einmal nochmal komplett am Stück angucken. Im Prinzip, also relativ kurz hintereinander dann, wenn die Blu-ray wahrscheinlich dann rauskommt, denke ich mal, die schon vorbestellt ist, solltet ihr auch tun, wenn ihr da Bock drauf habt, denn das Steelbook war letztes Jahr, meine ich, relativ schnell ausverkauft. Nur so, ich glaube, das kommt sogar im November, Dezember raus, vielleicht auch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Ja, da werde ich mir das nochmal reinziehen und eventuell, wie jedes Jahr, kommt ja auch mein beste, schlechteste Serien des Jahres Video. Je nachdem, gucken wir mal, wo es dann landen wird, wa? Auf jeden Fall habe ich mir das jetzt natürlich dann wöchentlich angeschaut, ne? Woche für Woche halt die jeweils aktuellste Episode und da hat sich das Ganze halt echt, wie gesagt, nicht konsistent angefühlt, nicht wirklich gut. Ich hatte einige Probleme jetzt mit der Staffel 2 und das finde ich ein bisschen schade, weil jetzt im Januar sind doch einige Serien an den Start gegangen, wo ich mir dachte, das wird krass. Wir hatten ja im Juni hatten wir dann House of the Dragon Staffel 2, wir hatten The Boys Staffel 4, wir hatten The Acolyte. Und noch irgendeine Serie. Fällt mir gerade nicht ein. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, The Bear ist in den USA im Juni gestartet und bei uns kommt jetzt erst diesen Monat. In 2 Wochen, glaube ich. Da bin ich eher drauf gespannt. Und alle drei Serien haben halt voll, ja, nicht super enttäuscht. Wobei, Acolyte schon. Aber da habe ich mir auch nicht so super viel erwartet. Aber wenn ich jetzt das ranken müsste von den drei Serien, von beste. Nee, von schlechteste zu besten würde ich sagen, am schlechtesten abgeschnitten hat Acolyte. Da dachte ich mir so, oh cool, das könnte, zumindest so wie es angekündigt war, eine geile Murder-Mystery-Jedi-Geschichte sein mit einem Sith, der alle umbringt. War im Endeffekt leider ziemlich lame, bis auf ein, zwei Kampfszenen. Dann auf Platz 2, hätte ich gesagt, kommt House of the Dragon. Das war eher so mittelprächtig. Und am ehesten von den dreien hat dann halt noch The Boys delivered, wobei da auch signifikante Schwächen mit drin waren, wie ich finde. Und sich das auch eher wie ein Teaser für die 5. Staffel angefühlt hat. Dementsprechend Juni serientechnisch bis jetzt eher mittelmäßig. So, ne? Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, The Boys. Ich hoffe mal, The Bear enttäuscht mich nicht. Da waren die ersten beiden Staffeln meiner Meinung nach richtig gut. Und ja, so viel erstmal zu House of Dragons Staffel 2. Was hat mir denn gefallen? Dass wir halt, also generell die Ausstattung war wieder gut, das CGI war zu Teilen richtig gut. Gerade auch wenn wir eine Aufnahme von den Drachen hatten, sah das echt gut aus. Ja, generell effekttechnisch halt sehr gut. Und sonst leider zu Großteilen echt enttäuschend. Also viele epische Szenen gab es jetzt nicht, wo ich gesagt hätte, Mensch, das hat Bock gemacht. Ach, ja, also eher für mich so eine kleine Enttäuschung dieses Jahr auf jeden Fall Staffel 2. Ich hoffe dann, in 2 Jahren wird es dann mit Staffel 3 wieder ein bisschen besser. Und ich hoffe auch, dass Aegon jetzt nicht super wütend ist und mit seinem Vager hierher kommt und mich wegbrutzelt. Ja, das war's erstmal von Staffel 2. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie ihr Staffel 2 fandet oder auch wie ihr Staffel 1 findet im Vergleich zu Staffel 2. Wie gesagt, für mich eher eine Enttäuschung. Geht's euch auch so? Oder denkt ihr euch, hey, was labert der? Die zweite Staffel war doch mega geil. Schreibt's in die Kommentare, lasst uns diskutieren. Das war's von mir für heute. Man hört bzw. sieht sich auch beim nächsten Mal wieder, Freunde. Macht es gut und ciao. Krieg zieht auf und keiner von uns kann.
kein Gewinn.